geht's. Mutti, komm zurück. Komm. Mutti, komm zurück. Lutzi, komm zurück. Komm zurück. Welchen Eiland kann man wunderbar erkennen, wie sich überhaupt Humus bildet. Erst Flechten, dann Moose, dann leichter Humus, dann Samen, der von Fuckenkacke, von Möwenkacke reingeschafft wird. Hunde. Dann Flugsamen von Bäumen aus weiterer Entfernung. In Schweden. Und das kannst du alles auf diesem Felseneiland hier genau studieren. Und das hier besonders in der Wildnis zu erleben, tagtäglich mit ihnen umzugehen, mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein, das ist etwas, was wir uns schon immer gewünscht haben. Und endlich, auf die alten Tage, kriege ich das noch gebacken, auch wieder Hundehalter zu sein. Und das auch noch in Skandinavien, wo früher die Mitnahme von Hunden unmöglich war. Wer hier genau hinschaut, der kann beobachten, wie geschickt unsere Hunde sind, wie klug, wie tauglich sie sind, mit uns im Kajak unterwegs zu sein. Sie haben immer wieder Freilauf an Land, finden immer wieder den Weg zurück ans Wasser, suchen geeignete Stellen, wo sie problemlos wieder ins Kajak zurückspringen können. Das gefällt uns. Lutzi, komm her. Langsam, geht da vorne hin. Hier rein, komm. Unsere Australian Shepherd Hündinnen Lucy und Fly tragen dazu bei, dass wir uns, auch wenn wir allein unterwegs sind in Wildnisregionen oder sonst wo, uns trotzdem nie allein fühlen. Hunde sind eine unglaublich angenehme und schöne Reisebekleidung auf all unseren Wegen.